In diesem Video geht es darum, wie man einen integrierten Akku im BIOS deaktiviert. Es ist allgemein bekannt, dass man, bevor man am Notebook rumschraubt, die Stromversorgung kappt. Somit wird das Kurzschlussrisiko verringert. Bei älteren Notebooks mit einem Rundzellenakku war das oft möglich, da diese einfach von außen entfernt werden konnten. Heutzutage haben quasi alle neuen Notebooks einen flachen internen Akku. Will man diese entfernen, muss die Bodenplatte dafür abgenommen werden. Versteht man sich falsch, in der Regel sollte es keine Probleme geben beim Abnehmen der Bodenplatte. Aber es gibt einen einfachen Trick bei manchen Herstellern, wie ihr auf Nummer sicher gehen könnt. Dafür geht ihr einfach in das BIOS, hier zu einfach beim Hochfahren die entsprechende Taste spammen, oft ist das die Entferntaste oder einer der F-Tasten. Das BIOS sieht von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich aus. Sucht einfach ein bisschen, bis ihr den Punkt Disable Build and Battery findet. Bei unserem Lenovo-Gerät befindet sich dies unter Option Config. Unter Power dann. Wenn ihr hier jetzt Ja draufklicken würdet, wäre der integrierte Akku deaktiviert. Danach kann man den Akku auf die gleiche Weise wieder aktivieren, aber nur mit verbundenem Netzteil. Nochmal wichtig zu erläutern ist, dass nicht jeder Hersteller diese Option hat. Falls ihr herausfinden wollt, ob euer Notebook das hat, googelt es einfach.